Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von OMSI, der Omnibus Simulator. Heute auf der Map Weyerhausen von CCLP Captain Cops Lock Crew aus YouTube. Wir fahren die Linie 1 von Weststadt Schleife zum Hauptbahnhof. Zum Hauptbahnhof Nordseite. Diese Map ist eine Kleinstadt im Grün. Dies ist die erste Version und wir fahren den MAN Line City in der Dev-Version. Und es gibt auf der Map zwei Linien, die Linie 1 von Hauptbahnhof Nordseite und von nach Weststadt und von Weststadt zum Hauptbahnhof. Zum Hauptbahnhof Nordseite, genau. Dann gibt es die Linie 2, das ist nur eine Route. Die beginnt vom Hauptbahnhof, fährt über Stadtgrenze und endet wieder am Hauptbahnhof. Zudem habe ich noch was hinzugefügt bei uns, und zwar den Blue Mod. Ihr werdet denn hier oben immer eine Zahl sehen, wenn ich zum Beispiel die Türen öffne. Dies ist ganz normal, also nicht wundern. Und ich habe noch einiges in OMSI hinzugefügt, aber dies später. Ihr werdet es bestimmt auch merken. Ein Auftragsschild, was nichts beschildert ist, naja. Ja, wir fahren, wie gesagt, die Linie 1 von Weststadtschleife zum Hauptbahnhof Nordseite. Dann spulen wir mal vor die Zeit. Wie ihr seht, habe ich schon 10 Minuten habe ich Abfahrt. Sicher? Sorry, ich dachte, das war früher. So. Wie ihr seht, war ich schon einiges vorbereitet, weil ich habe, das ist meine dritte Aufnahme und zwei habe ich vergeigt. Das ging gar nicht und naja, dritte Aufnahme, neues Glück, ja. So, dann machen wir Motor an. Die Kopf ist wird jetzt besser verlaufen, aber ich habe ein gutes Gefühl. Licht machen wir auch schon mal an, machen wir auch innen noch Licht an. Ja, hier sind schon welche mit Einsteigern. Zum Beispiel Manfred habe ich schon um sie vorm oder so mal gelesen oder unter Google Bilder, dass er Manfred genannt wird dauernd. Keine Ahnung warum, ich glaube mal wegen seiner Mickrigkeit, die er immer so schön kann. Ja, ich meine, er kann ja so schön. Guten Abend. Guten Abend. So, wir haben noch eine Minute bis zur Abfahrt. Ganz persönlich finde ich diese Map sehr schön gemacht worden. Ich habe nichts zu bemeckern und ja. Also ich finde diese Map sehr schön. Es ist manchmal sehr schwer bei einigen Stellen durchzukommen bei so einem großen langen Bus. Aber naja, es ist halt manchmal ein bisschen schwierig, aber dazu gehört es auch dazu, auch als Busfahrer, denn Busfahrer müssen ja unglaublich viele durch viele enge Gassen durch oder Straßen und so. Ja, des Weiteren habe ich hier noch hinzugefügt, und zwar ein Mercedes-Benz 1520, das ist ein LKW. Fällt hier nicht auf der Map, glaube ich. Ein VW Golf, VW Polo, ein Trabant, VW Passat Variant und VW Passat Variant Taxi. Der VW Passat Variant fällt hier nicht auf dieser Map, habe ich vorhin festgestellt, weil ich noch nicht gesichtet habe. Wenn nicht, muss ich ihn noch in der KI-Liste hinzufügen. Auf dieser Map fahren, dann fährt dann noch der VW Golf, der VW Polo und der Trabant. Ob es den LKW gibt, das weiß ich leider nicht mehr so genau, weil ich bin lange nicht mehr so auf diese Map gefahren, weil ich jetzt das aufnehme.
Diese Map gibt es ja schon seit einigen Wochen. Und ja, dann werden wir mal losfahren. Und wir haben auch schon unsere Abfahrt. Ansagen sind natürlich auch enthalten auf dieser Map. Sehr schön sogar. Ich hoffe mal, dass wir diese Fahrteile überstehen. Ich habe da falsch auf Linker gesetzt. So, hier wird es ein bisschen blöde. Und das schon mal einer. Ja, zu den. Ja, der fährt ja, Leute, das ist ja unglaublich. Ja. Er hat da seinen Führerschein gewonnen. Sorry. Ja, ich habe so Logitech GT Force Feedback-Lenkrad. Und naja, es vibriert, ne? Wenn ich gegen eine Bordsteinkante fahre, dann fängt das Lenkrad rumzuspinnen und dann dreht sich nach da, ne? Das ist immer so. Ja, hier seht ihr. Oh, scheiße. Ah, oh, furchtbar. Ist einfach schrecklich. Hier seht ihr zum Beispiel diese neuen KI-Autos hier zum Beispiel, ne? Ganz kleine. Furchtbar. Diese KIs könnt ihr natürlich runterladen und ja. Wenn ich dran denke, mache ich einen Link auf die nächste Haltestelle, Weststadt. Umsteigemöglichkeit zu den Regional- und Oberlandbussen. So. Hallo. Hallo. Ich brauche eine Busstrecke, bitte. Ja, gut, Derek. Schön, dass du auch reden kannst. Freund. Es ruckelt ein bisschen, es ist nicht so schön. Aber naja, können nur kurz ruckler sein. Das ruckelt nicht nächste so genau, Haltestelle, aber. Schlachthofstraße. Wie gesagt, hier ist es ein bisschen eng, ihr müsst aufpassen zwischen den Autos und der Bocksteinkante. Vor allem bei der Bocksteinkante ist es sehr schwierig, weil das Lenkrad spielt bei mir dann sofort verrückt, wenn ich dagegen pralle. Ja. Kennt es bestimmt, diesen Lenkrad besitzen. Hier wird gerne ein- oder aussteigen. Sehr schön. Hier sehen wir schon wieder einen KIs. Wenn ihr wollt, oder also wenn ihr möchtet, kann ich auch ein Tutorial machen, wie man sowas hineinfügt. Es ist eigentlich ganz einfach und ja. Nur wenn ihr wollt, schreibt es einfach in den Kommentaren. Moin Kollege. Moin Kollege. Auch gerne einsteigen. Ja, auf dieser Map fahren glaube ich nur Esterum. Ja, nächste Haltestelle ist Stadtwall. Zugang zum 800 Jahre alten Stadttor. In Elefant glaube ich nicht. Das ist nicht bekannt. Ja. Hier ist die 10er-Zone. Also in der Fußgängerzone. So. Ja, ich habe noch ein kleines Thema und zwar über Videos. Ich werde nicht mal so oft Videos hochladen, nicht mal Montag bis Donnerstag, sondern irgendeinen Tag, so wie bei anderen. Zum Beispiel, ich lade jetzt Donnerstag ein Video hoch, das nächste kommt jetzt Samstag. So meine ich das halt. Also das heißt nicht, dass es mal Montag bis Donnerstag ein Video kommt. Jetzt kurze Info, damit jeder Bescheid weiß, aber. Ah, Mann! Schöne Tür. Guten Tag. Ich werde es nochmal auf Facebook posten und alles. Damit sie alle wissen. Und wir haben zurzeit meine Let's Plays, die Videos. Kaum Klicks, sogar bei Euro Truck Simulator, und ich habe das Gefühl, YouTube will einfach nicht meine Videos an nächste meine Abonnenten zeigen. Hauptplatz, zentraler Umsteigepunkt. Umsteigemöglichkeit zu allen Linien der Stadtbus Weyershausen GmbH sowie zu den Regional- und Überlandbussen. Und das finde ich ein bisschen blöde,
dass das so ist. So, jetzt gib mal Gummi, ich will hier weiter. Gleich wieder eine 30er-Zone. So, du hast eigentlich hier Vorfahrt, ne? Wenn du mich durchlassen willst, bitte danke. So, hier haben wir solche Poller. Poller. Es ist manchmal schwierig, hier durchzufahren. Aber ich habe ja die Kollision ausgeschaltet. Von daher, gebe ich auch ehrlich zu, kann hier nichts passieren. So, wir sind ja hier. Was ist jetzt komisch? Wieso zeigt er mir Hauptplatz an? Guten Abend. Oh, ich habe ein, zwei Sachen weiterzuschalten. Nächste Haltestelle Kirche. Siehst du? Sowas passiert halt. Die 7 geht nämlich genau nach nächster Haltestelle Schrift. Sie haben Anschluss zu den regionalen Überlandbussen sowie zur Deutschen Bahn. Und wenn es nicht weiterschaltet, dann bedeutet das, entweder, dass ich mich verfahren habe oder dass ich einfach auf die Taste 0 gedrückt habe und als ich den Stopp aktiviert habe. Hör zu, Ben! Bei den neuen VW Golf und VW Polo, uiuiui, jetzt weiß ich schon ab, die hier, Alter, ja, die haben, habt ihr gehört, LKW-Sound, aber, also Hupe, aber das ist nicht so schlimm, also das stört mich ehrlich gesagt nicht. Ja, nur als kleiner Hinweis, nicht dass welcher schreibt. Ey, das sind der LKW-Hupen. Die wollte ich nicht, du Idiot. Hättest du es mal erwähnen sollen. Na. Oh Gott, wie soll ich die Kurve kriegen, ey? Servus, Kollege. Vor allem mit der scheiß Bocksteinkante. Ja, es geht doch. So. Und wir haben keine Verspätung, das ist doch schön. Guten Tag. Guten Hallo. Tag. Hallo. Abend. Eine Kurzstrecke. Kurzstrecke. Danke. So, jetzt geht's weiter. Ja. Mit der Linie 1. Denn oder Gott, na wer? Ist aber schnell. Nächste Haltestelle Stadtpark. Zugang zum Erholungszentrum der Stadt. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen, um was zu sagen. Also mein persönlicher Eindruck, den habe ich glaube ich schon gesagt, der ist sehr schön, also mir gefällt diese Map sehr gut. Wir werden auch noch die Linie 2 fahren. Hallo. Vielleicht mit den D92er oder D86er. Mal gucken. Nächste Haltestelle Untertalstraße Gymnasium. Umsteigemöglichkeit zu den regionalen Überlandbussen. Ich glaube, wir haben noch keinen Trabant gesehen, oder? Ich weiß nicht, ob er schon durch hier vorbeifuhr, aber ich glaube, den haben wir noch nicht gesehen. Ich habe ihn ja schon öfters gesehen, aber ich meine euch am Bildschirm zu Hause. Hier sieht man ja den VW. Also echt gute KIs. Jetzt muss ich die Taste drücken.
So. Ja, ja. Da ist er. Da ist er. Seht ihr? Da. Da ist der Trabant. Und den könnt ihr euch auch herunterladen. Es ist eigentlich ganz einfach, die Installation, also den Ordner von Trabant und alles in den Ordner Vehicles. Ich glaube Vehicle. Ja. Dann in der Key-Liste der Map bearbeiten und fertig. Ach, da ist ja auch einer. Siehste? Den habe ich jetzt nicht erkannt. Und jetzt kommt wieder diese scheiß Insel hier. Ist immer schwierig. In die blöden Burgsteinkunde. Jetzt habe ich das Problem schon, oder? Thank you.